jetzt ist das Spiel komplett blind. Ich weiß jetzt weder wohin ich muss, noch was ich machen muss. Nur dass ich die Zombies tue. Oh. Tot. Ah, tot, tot. Tot, tot. Kann ich jetzt eigentlich da hoch? Nein. Tot, tot. Kerze. Tot, tot. Tot, tot. 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 Ja, ich töte Zombies. Die Zombies sind tot und die sterben noch. Also das ist ein elendiges Schicksal, was die erleiden müssen. Die müssen nicht einmal, sie müssen zweimal sterben. Also, Gott hat es nicht gut mit denen gemeint. Tot, tot. Das Auto und ich will eigentlich die Seele von denen haben. Das ist Zombies. Autsch. Die einzigsten Viecher, von denen ich noch keine Seele habe. Aber ich habe ein Level Up. Das ist auch nicht schlecht. Tot, tot. Gott. So lästig tot. Und tot, tot, tot. Ich spule es mal ein bisschen vor, weil ich will jetzt eigentlich die Seele von denen haben. Und ich merke auch, das Level gerade ein bisschen gut auf. Tot, tot. Also ich werde manchmal, wenn es mir erlaubt, mit solchen Ouch Speed-Ups arbeiten. Einfach der Zeit halber, dass mehr Zombies auftauchen. In dem Fall. Und ja, also kommen wir jetzt hier, mir keine Seele gegeben wird. Langsam. Es ist auch fragwürdig. Haben Zombies eine Seele? Zombies sind doch tot. Ich meine, ich habe eine. Das ist so ein Fledermausviech gewesen? Das ist ein Wassergeist? Gut, ein Flügelskelett. Also, Zombies sind ja tot, also müssten sie keine Seele haben. Gut, das Flügelskelett, keine Ahnung, warum ich jetzt von denen eine Seele habe. Aber kann es sein, dass ich echt nur von Lebendigen. Also, die so halbwegs lebendig sind, ich meine, Zombies sind wirklich tot. Also, haben. Oh! Baselart! Jetzt bin ich mal eine Waffe. Oh. Also, das Messer hat uns 18 gegeben, das ist jetzt 32. Das ist knapp das Doppelte. Also, es ist. Aber es ist verdammt kurz. Aber es ist verdammt spielschein. Und wir bekommen Stoffgewand. Nee, also. Hiermit sehe ich ein, Zombies haben keine Seele. Aber ich töte trotzdem jetzt, um ein bisschen voranzukommen, weil ich habe diese übel geile Waffe. Sie ist übel kurz, aber sie haut übel rein. Also ich könnte jetzt sogar doppelt so stark wie die Zombies töten. Nee, also hiermit sehe ich ein, Zombies haben keine Seele. Darum sind Zombies sind emotionslos. Sie haben keine Seele. Und Kerze. Diese Aquaviecher, die haben eine Seele. Die sind auch so noch halbwegs irgendwas, was lebendig ist. Kurz speichern. Aber bei Zombies, nee. Wieso sollten auch Zombies eine Seele haben? Also ein Mensch stirbt ja mit seiner Seele. Demnach haben Zombies keine Seele, also. Gut, und zack, boah, ziehe ich bei denen schon 52 ab. Da, Skelette! Ich verstehe die Logik von Castlevania langsam nicht. Also Skelett wirft mit Knochen. Und Skelett ist so wie das Flügelskelett, nur bis auf Haut und Knochen. Aber ein Zombie hat es doch mehr. Warum hat es dann ein Zombie keine Seele? Na, vielleicht bekomme ich irgendwann nochmal die Seele, aber momentan. Autsch, warum hat es jetzt unten? Gut, bei der Rüstung will ich jetzt nicht sagen, dass sie keine Seele hat. Wobei, da wäre es sogar noch verständlicher. Gut, muss ich jetzt hoch oder runter? Oh, das ist noch so ein Rüstungsviech. Drei Schläge und tot. Achso, die Waffe ist geil. Und, wow! Na, der hat mir keine Seele gegeben, aber den sich aber erst seit gerade leben. Also. Alles, was. Nee, also. Einfach Bestandsaufnahme. Zombies haben keine Seele. Skelette, die dürfen eine Seele haben. Klar, wir haben ja noch Knochen. Zombies, na. Ich meine, ich habe ja auch noch eine Seele. Ich bin kein Zombie. Ich bin vielleicht irgendein Typ, der so kurz heißt, aber.
Ich habe eine Seele, ich bin ein Mensch, ich bin kein Untoter. Und hier war ich schon. Warum sagt man das eigentlich? Und die Fische nerven so extrem. Und du stirbst. Autsch! Was war das gerade eben? Ich entdecke ein Secret. Wie genial. Zeigt es auch auf der Karte an. Wie genial. Nervennahrung. Wie genial. Ich habe ein Secret entdeckt. Also, damit sage ich auch jetzt schon mal, ich werde auf jeden Fall kein 100% Lauf daraus machen. Sobald ich storytechnisch fertig bin, bin ich auch fertig mit dem Spiel. Da ist der Speicherpunkt. Ah. Ich will das Secret speichern. Also 100% wird das auf jeden Fall nicht. Sobald ich fertig mit der Story bin, also den Endboss sprich besiegt habe, ist das Spiel fertig und wird beiseite gelegt. Und du müsstest eigentlich eine Seele haben. Und warum schießt du mich? Ist es ein Gegner? Ah! Doch, es ist ein Gegner. Eine blaue Krähe. Ich hätte von Raben gehalten. Und stirb! 40 Schaden, Alter, ich hau rein. Und was ist das? Was zum Teufel ist das? Das will ich töten. Ist es unten jetzt, oder? Oder ist es nicht? Oder ist es. Ich leg's nicht drauf an. Auf jeden Fall hat das Vieh mich scheiße überrascht. Und ja. Muss ich da rüber springen? Schaff ich das überhaupt? Nein, das schaffe ich nicht. Ich versuche es noch einmal. Ist da vielleicht wieder irgendein Secret? Ich guck mal in der Karte nach, weil wenn da hinter der Wand ist. Das könnte sogar sein. Auf jeden Fall schaffe ich es nicht darüber. Also, kein Secret. Nein, Secret. Secret. Warum muss ich denn? Ich dachte nicht. Nee, er macht nur komische Geräusche. Er macht nur. Hey! Und ich schaff's natürlich nicht. Wobei ich halte es jetzt nicht mehr für unmöglich. Ich meine, wo soll ich auf eurer Meinung nach weitergehen? Ich hätte, ich bin irgendwo schon vorbeigelaufen, wo ich weiter kann. Aber ich bin viel zu blöd, um das herauszufinden. Und runter, ich bin so schnell. Da war der Speicherpunkt und da hoch. Und tot. Und tot. Und tot. Die Waffe hat aber auch eine extrem kurze Reichweite, aber irgendwie stirbt es mich bei ihm nicht. Und stirb, stirb. Boah, sogar bevor er noch abgeschlossen hat. Da oben war auch noch einer. Aber Kerze. Kerze. Danke. Und noch eine Kerze. Und noch eine Kerze. Und jetzt gehe ich zurück. Und hopp, und hopp. Und stirb. Also. Oh. Geschafft. Ja. Hab ich keinen Bock. Aber stirbst du nicht? Kann ich die Teile lenken? Nein. Wow, und ich erhalte Schädelschütze. Schießt mit verzauberten Teilen. Hier, kein Secret. Mann. Ups. Wow, und ich kann das Feuer doch töten. Jetzt kann ich nicht nur Kerze, ich kann auch Feuer töten. Boah, ich kann Kerzen, Feuer. Und ich kann töten. Wo auch immer da gerade die Logik in diesem Satz war. Und stirb, und stirb. Autsch. Kerze. Und dort. Und ich hab echt keine Ahnung jetzt, wo ich dabei hin muss. Ich bin noch hier runter. Annehmen, Leben. Nein, irgendwie kein Leben mehr. Aber ich gehe wieder hier hin. Vielleicht muss ich ja doch da sein. Tot. Was soll ich? Ups. Und springen. Und ich kann das große Feuer töten. Wow. Und der Fisch ist zu tief. Und tot. Kerze. Nein, jetzt keine Kerze mehr, das ist Feuer jetzt. Und tot. Und wow. So langsam entwickle ich ein mich.
und wirklich Skill. Ah, ich soll das nicht zu laut sagen. Ja. So viel zu Skill. Ich spule mal ein bisschen vor, weil. Das Feuer will ich kaufen. Kann es sein, dass ich es hier weitergehe? Wo muss ich Gott hin? Hier muss ich später hin, weil ich wahrscheinlich dann noch tauchen kann. Und töten. Warum tötet sich jetzt nicht? Oh, jetzt müssen keine mehr kommen. Gut. Hier muss ich halt nicht. Wo muss ich da? Ist hier noch was? Nein. Für die Seele von dem? Ach, hat keine Seele. Windstreu. Okay. Hier fahren. Geister irgendwie vielleicht. Ja. Ich dachte, ich kann es bald nicht töten. Und. Ich gehe kurz mal wieder speichern. Einfach aus dem Buch, weil ich dann Leben bekomme.